Herzlich willkommen zurück hier bei Secret of Mana. Immer noch im Together mit der liebreizenden, im Kreis laufenden oder Schlangenlinien laufenden Negoya am 9.7.2015 um 18.14 Uhr. Ja. Das sollte Nachrichtensprecher werden, oder? Auf jeden Fall. So, wir befinden uns jedenfalls gerade auf dem Nebelvulkan und haben in der letzten Folge hier ein paar extra Runden gedreht, zum Leveln natürlich, nicht weil wir irgendwie Orientierungsprobleme hätten. Dann sind wir hier auf, wie hieß dieser Boss noch gleich? Drachenwurm, glaube ich, hieß der, kann es sein? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie so. Der Nachfolger der Meuchelnatter. Ich wollte gerade sagen, Meuchelnatter 2.0, die haben wir aus dem Weg geräumt und würden jetzt hier gerne weiter voranschreiten. Und nein, das machen wir dann jetzt auch. Nicht. Genau, wir werden ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in der Wortwahl. Nee, hatte ich keinen Bock drauf jetzt. Frau Eveline. Oh Gott, wie schlecht. Wie schlecht. Du bist ab sofort voll Eveline. Wie sie sich darüber so beömmeln kann, der war so unglaublich schlecht. Da huscht nicht mal ein sanftes Lächeln über meine Lippen. Ja, nicht mal das. So schlecht war der. Unglaublich, ey. Ach, weißt du, was mir einfällt? Seit wir mit der Aufnahmesession begonnen haben, wollte ich eigentlich mein Headset mal, also meinen Rechner... Siehst du, du findest das viel geiler jetzt so, weil das Erlebnis viel intensiver ist. Erzähl mir mehr davon, bitte. Nee, kein Bock. Ich möchte mehr über deine intensiven Erlebnisse zu hören bekommen. Nee, das hatten wir in der letzten Aufnahmesession, das war intensiv genug. Echt? Du hast während der laufenden Aufnahme über deine intensiven Erlebnisse gesprochen? Ja. Oh. Habe ich vergessen, von irgendwas muss ich abgelenkt gewesen sein. Ups, ich habe die MP abgesorgt. Danke. Bitte. Danke. Gerne. Super. Jederzeit wieder du. Toll, wie wir uns ja als Freunde voll gegenseitig beklauen, so mag ich das ja. Wir sind Freunde? Oh. Ey, ich entfollowe dir, ey. Es geht ja mal gar nicht, De-Abo. Wie so eine Ghetto-Bitch, ey, voll schlimm. Gehen wir jetzt hier lang? Ist hier ich was? Ich bin auch voll die Ghetto-Bitch, na klar ist da was. Das ist mein Ghetto-Ib. Boah, was ich gerade grüßen musste. Ich glaube, die sind echt gefährlich. Wollen wir erstmal gucken, wie es in einer anderen Richtung aussieht? Das ist nicht euer Ernst. Ey, und da hast du dieses. Ja, so einen ekligen Mund. Hm. Der sieht irgendwie so. Ui. Weiß ich nicht aus. Hübsch. Erstmal den anderen Weg lang. Ich bin mir nicht. Obwohl, es sieht so aus, als könnten wir hier nicht weiter runter. Deswegen ist das aber vielleicht ganz. Aber die umdingsbumsen uns. Die umdingsbumsen uns. Ach doch, wir kommen hier doch weiter runter. Ich glaube, die sind echt gefährlich. Ach, guck an, hier wird uns der Weg versperrt, oder? Durch vielleicht den Baum? Müssen wir da erst woanders hin und dann hier nochmal zurück oder so. Vielleicht ja, aber was auch sind denn das? Weg, boah, weg. Alter, Level 7 auch noch. Haben wir jetzt den Schaden abwenden können? Ja. Wie sie sich beömmelt, wie ja. Geil ist überhaupt das nicht denn? Lustig. Doch, das war auf jeden Fall besser als ein beschissener Witz vorhin. Ja, Eveline, findest du wirklich? Ja, definitiv. Oh, den werde ich jetzt immer bringen. Immer wenn du mir unterstellst, nee, mein Humor wäre scheiße, sage ich immer Eveline zu dir. Bis dahin hast du es eh vergessen. Ja, was das Problem ist, das ärgert mich ja nicht scheiße, mal. Also das ist ja voll langweilig denn. Aber mach mal, hab mal viel Freude denn damit. Ich finde den Namen Eveline voll schön. Ich finde den langweilig, aber ja. Findest du? Ja, ich finde also den voll nicht spannend. Meine Cousine heißt zwar so, aber ich so, kenne ansonsten. Nee, aber ich kenne ansonsten kaum Leute, die Eveline heißen. Kennst du eine? Nee, ich glaube nicht. Also normalerweise findet man ja immer Namen langweilig, wo man irgendwie 10 Leute kennt, die so heißen. So wie meinen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Na, meiner ist ja noch. Meiner ist ja richtig spießermäßig. Und deiner ist vor allem in einem Lied verbraucht. In einem. Ja, und das Lied, das ist so schlimm. Ich finde das lustig. Ja, es war so klar. Ich gehe hier hoch. Ich wollte die Kiste aufmachen. Ja, eben genau darum gehe ich ja. Oh. Wo bin ich? Was ist? Ey, die Musik, die ist so schön. Okay, kann man hier auch links weitergehen? Sieht so aus. Ich würde mich dabei erstmal umgucken wollen. Hier ist irgendwie. Das sah gerade so ein bisschen blass und drüber aus. Oh, ne? Ja, genau. So, als hätte man die Farbe da so ein bisschen abgestellt, so. Als hätte man, als wäre das voll der Raucherraum. Ja gut, da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Ja, was ist das hier? Da kann man bestimmt auch reingehen. Ja, wollen wir mal gucken? Nee, ich hab Angst, dass du gleich wieder am Boss nachgehen. Ja, da müssen wir durch, komm. Wir sind angetreten, um die Welt zu retten, also sei nicht feige. Besieg den Drachen links vom Wald, um das Tor zu passieren. Ich soll einen Drachen besiegen? Oh. Ja, natürlich möchte ich den Spielstand speichern. Was ist denn das für eine Frage? Musst du machen. Was ist, wenn ich auf Nein gehe? Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Seit wann das denn? Jetzt beweg dich da.
Ich war schon immer sensibel. Sei nicht so Domina-mäßig zu mir. Nur weil du eine Peitsche hast, brauchst du mir gar nichts sagen, ja? Jetzt müsstest du so ein Peitschengeräusch einfügen und ich müsste dann so voll kleinlaut sagen, okay, okay, doch. Nee, dann würde ich ja mich damit nicht zufrieden geben. Ja, das war mir fast klar. Dann würde ich ja schon verlangen, dass du mich auch angemessen titulierst. Aha, wie möchtest du denn tituliert werden? Nee, das verrate ich jetzt hier nicht. Meisterin Eveline? Wie sie sich übelst freut über etwas, das immer noch nicht lustig ist, ja. Es ist so peinlich. Oh Gott. Je unlustiger du Dinge findest, desto mehr feiere ich die. Ist wirklich. Warum? Ich sag eigentlich dürfte es dir gar keinen Spaß machen, weil mich ärgert's ja nicht mal. Das ist ja das. Ne? Aber einfach dein Unverständnis über meine Freude, die ich an so lapidaren, belanglosen, unwitzigen Dingen habe. Freu dich, worüber du willst. Das ist mir völlig egal. Ja, deswegen, ich werde auch zukünftig noch 10.000 Mal darüber kichern. Oder ich denke mir was anderes aus. Nee, mein neues Ziel ist jetzt, noch schlechteren Witz zu bringen. Ja. Oh, da brauchst du dich ja nicht mal anstrengen. Ich trinke mal Kaffee. Oh, Alter, ist das Glas. Mit Schuss. Ja, aua, das ist voll heiß. Ich kann das... Oh, ey, Alter, diese Tussi-Probleme. Mann, Bruni. Echt, ja, durfte ich jetzt hier überhaupt schon hoch? Hi. Alter, geil. Kannst du mal Analyse cool machen, aus. Bitte? Danke. Kannst du mal Analyse machen, bitte? Danke. Merkt ihr, wie der Ton immer rauer wird? Sie ist so voll gemein. Schneedrache heißt er übrigens. Ja, der hat voll die Möpse. Eishauch. Geil. Eishauch? Jetzt bist du ein Schneemann. Warum krieg ich eigentlich immer die ganze Scheiße ab? Wieso? Ja gut, das dachte ich mir fast. Hallo, wo bist du hin? Katzi, komm wieder. Hä? Hä? Was zum Teufel... WTF? Jo, raus kann ich hier aber auch nicht. Ich glaube, unser Boss ist kaputt. Ah, nee, halt, da kommt er. Kann ich dir erstmal MP absaugen? Ist immer meine erste Frage jetzt. Ich habe gerade verstanden, kann ich dir erstmal einen P absaugen? Ja, das auch. Ja. Wollte ich nicht eigentlich beim nächsten Boss die Klaue ablegen? Weiß ich nicht mehr. Oh, schon wieder. Krass. Ey, das sah aus, als wären wir explodiert. Haha. Wir haben nicht mal gesehen, ob du hast eine MP bekommen, ne? Es ist voll doof. Da muss ich ja irgendwann eine Walnuss nutzen. Ich will gerne ein Feuerzeug an deine Zigaretten... an deine Zigarettennase. An deine Karottennase wollte ich eigentlich sagen halten. An meine Zigarette. Da hast es mir jetzt aber gegeben, du. Mann. Kannst ja meine Karotte mal anzünden. Möchtest du nicht in meine Karotte beißen? Nee. Schade. Ich möchte sie in Flammen setzen. Was? Meine Karotte in Flammen setzen? Ja. Ich bin sensibel, immer noch. Mir doch egal. Ey, guck mal, wie ich dem gerade voll in die Magengrube boxe. Mann, ich will immer noch MP absaugen. Was soll denn das? Mann, wir haben doch Walnüsse noch und nöcher. Ja, vielleicht aber hier kommen bestimmt auch 20 Milliarden Bosse. Ja, aber vielleicht kommen auch 20 Milliarden Raffis. Ja, toll. Kostet ja auch nichts, ne? Mann, komm, denke mal ans Aufleveln und so. Und wir können doch mit der Luftitrommel diesem Vulkan jederzeit entschwinden, wenn wir denn möchten. Guckst du auf deine... Nein. Gut, dann nicht. Dann verreck doch. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Danke. Es freut mich, dass du so um mein Wohlergehen besorgt bist. Immer wieder gerne. Juhu! Evil hat mich lieb. Nee, wenn, dann habe ich dich höchstens böse, aber nicht lieb. Sie hat mich böse. Okay. Sieht immer voll lustig aus, wenn er so den Hals so hoch macht, irgendwie. Findest du? Das sieht immer aus, als ob er gleich kotzen würde. Möchtest du nicht lauthals lachen? Ich mach jetzt deine Witze auch immer runter. Nee, wieso? Das war ja kein Witz. Ich finde das ja so. Ach so. Ja, ich finde Evelyn auch witzig. Ja, das ist ja schön für dich. Ich halt nicht. Also. Ja. Mann, ich nehme jetzt eine andere Waffe, ey. Das nervt mich. Warum hat Bruni eigentlich grüne Schuhe? Weil sie voll nicht stilsicher ist. Hast du nicht? Hast du keine grünen Schuhe zu Hause? Nee, nicht so ganz. Ich hab nur pinke. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, ich wollte wahrscheinlich ins Menü gehen, um zu überlegen. Das wird sein. Mein Vesuvio ist noch auf Level 0. Ist schon ein bisschen traurig, oder? Haben wir halt nie gebraucht. Ich wollte eine andere Waffe nehmen. Das weiß ich wieder. Nimm die Lanze mal, oder so. Nimm die Lanze mal. Mir gefällt das nicht, dass meine MP schon wieder so unten sind. Ja. Haben wir noch 4 Walnüsse aktuell? Müssten wir eigentlich, ne? Wir haben ja neu eingekauft gehabt.
Ja, dann lass doch sagen, pro Boss ist eine Walnuss legitim. Finde ich aber doof, ich möchte saugen. Hallo? Ja, aber der. Lach mal nicht so doof. Ja, der gibt halt nichts her. Was soll man machen? Ist doch blöd. Der hat halt zu wenig in sich. So MP-mäßig. Auch wenn das voll unlogisch ist, weil der. Der hat MP. Ganz gut eigentlich sogar. Ah, geht doch. Weil mir seine Titten zerstört, ey. Ja, der Ärmste. Jetzt fliegen die Silikonimplantate um unsere Ohren. Dieses Bild in meinem Kopf. Und sie jubeln. Yeah, Implantate, jetzt kann ich mir auch endlich welche leisten. Yeah. Na, die wird sich wahrscheinlich Bruni beide krallen. Wäre jetzt zumindest zuzutrauen. Oder, um sich die ins Hirn zu pflanzen, oder was? Oder, ja, wahrscheinlich. Also ein Implantat in eine Brust und das andere fürs Hirn. Asynchrones Innen und so. Ach so, ja. Ist richtig. Ist geil. Oder die Koboldin nimmt diese komischen Bommel, die sie in ihren Haaren hat und vergrößert die damit. Diese Musik erinnert mich aber auch wieder an irgendwas. Ich weiß aber auch nicht so richtig, woran eigentlich. Was ich an der Musik richtig schön finde, ist, dass die A total nach Eisgebiet klingt. Und ja, so, die hat irgendwas Trauriges und irgendwas Liebliches zugleich. So. Ja, ich mag sie sehr sogar, muss ich sagen. Die erinnert mich so ein bisschen, wenn ich daraus ein Bild skizzieren müsste, dann wäre das wie Schneeflocken auf so einen See fallen oder so. Ja, passt auch ganz gut dazu, glaube ich. In so einer Schneelandschaft, deswegen ist das echt. Aber ich finde, die würde zum Beispiel gar nicht in so einen sommersaftigen grünen Wald passen, so wie das hier halt am Anfangsgebiet vom Nebelvulkan war. Stimmt, aber das erinnert mich an irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spiel ist oder. Und das Komische ist, wenn wir jetzt ein Screen weiter nach rechts gehen, dann erinnert mich die Musik mehr an irgendwas Heiliges. Dann assoziiere ich damit eher so Kathedralen und so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil mich das kann Grün und dieses Ruinzeug hier an was anderes erinnert. Kloster. Ja, zum Beispiel. Gut, dann können wir jetzt weitergehen, scheinbar. Hallo, Freunde, den Spielstand speichern. Ich wollte gerade was ganz Böses zu ihr erwidern, wenn es denn überhaupt eine sie ist. Was denn? Was? Ich wollte eigentlich gerade F-Punkt-Punkt dich zu ihr sagen. Warum denn? Das war doch voll freundlich. Ja, ich hab in letzter Zeit so viel Zeit mit meinem Bruder verbracht und wir verfallen immer relativ schnell in unseren Ghetto-Slang. Das ist ganz schlimm. Ach so. Ich will versuchen, ob man mit dir was absaugen kann. Ja! Aber das ist jetzt hier der einzige Weg, den wir noch offen haben, ne? Oder gab's irgendwie noch andere? Nee, ich glaube, das war's. Cool. Ich will meine Kralle nicht. Ich mag die Krallen nicht. Ja, denn. Hä, du hast doch gerade die Axt, du Trottel. Ja, aber ich müsste theoretisch, wenn ich konsequent wäre, auf meine Kralle zurück. Aber die Axt konnte ich auch noch leveln, oder? Ich glaube schon. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. Müssten wir gleich mal nachgucken. Wie sehen jetzt meine MP aus? Ja, das sieht doch schon wieder schön aus. Jawohl, ja. Merken wir also, Krähenfüße sind gut zum Absaugen. Jawohl, ja, habe ich auch, glaube ich, von dir irgendwie voll adaptiert. Was, mein Beileid? Deine Videos traumatisieren immer voll meinen Sprachgebrauch, so. Was? Wie klingt das? Das klingt so negativ. Sag doch lieber inspirieren. Klingt schöner. Mm-mm. Doch. Mm-mm. Also ja, es klingt schöner, aber nein, ich möchte es nicht so sagen. Warum nicht? Das macht mich traurig jetzt. Das ist der Evil-Einfluss. Ja, ist doch schön. Ja, na, wenn er schön ist, dann musst du aber auch mit den negativen Umschreibungen irgendwie zurechtkommen. So, hä, mit was für negativen Umschreibungen? Na, du hast doch gerade gesagt, ich hätte es auch ein bisschen positiver und netter formulieren können. Aber guck mal, ich bin mit meinem Schleimbeil nicht durch. Nee. Weil wir müssen einmal zu Berti, doch? 6 von 7 stimmt, wir haben eine Axt, einen Axtort bekommen, stimmt. Genau. Hier, die Peitsche hab ich gerade, ne? Ja, toll, aber, ey, schäm dich. Aber du kannst das Schwert zum Beispiel nehmen, ja. Oh, das Schwertchen. Ich mag zwar mein Äxtchen lieber, aber wir sind ja effizient und so, ja. Ja. Ich dachte gerade, das wäre wieder ein neuer Boss. Für mich grad, Oh nee! Warum ist der denn überall? Weil der Kacke ist. Das ist voll der globalisierte Gegner. So, warte mal, ich möchte jetzt eigentlich gerne mal meine Peitsche aufladen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Den hat der Nebelvulkan bestimmt voll importiert. Ich wette, der lebt hier eigentlich gar nicht. Wer weiß. Mann, lass mich mal in Ruhe aufladen hier, Spacken. Der ist bestimmt voll illegal über See hier rübergekommen. Was war das denn für eine langweilige, aufgeladene Attacke, bitte? Soll ich mal Elektra auf den anwenden?
Ich glaube, der war gegen nichts empfindlich. Und bei denen sollten wir echt, wenn es denn möglich ist, irgendwie mit Zaubern möglichst schnell finishen, den Eiermann, den... Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, der war gegen nichts, oder? Ja, aber vielleicht eher schon. Also, vielleicht waren das die anderen nur nicht. Weil das ist, scheint ja irgendwie ein anderer gegen zu sein, nix. Aber der... Oh, wollen wir da weitergehen? Der ist echt ätzend. Hier geht's weiter, ist links noch was? Du müsstest hier mit Schwert mal hier aufmachen, dann die Dings. Kannst du bitte sagen? Ich mach's sonst nicht. Wärst du so bösreizend und tust das für uns, für die Truppe, nee, ich für das Wohl der Welt? B-Wort. Ich will das magische B-Wort und das ist nicht Betty. Hä? Bösreizend, hab ich doch schon gesagt. Nee. Wie sagt man? Ich bewege mich nicht. Ich lege jetzt mein Pad zur Seite. Hast du es gehört? Guck. So, es liegt jetzt auf meinem Schreibtisch vor mir. Ich nehme jetzt meinen Kaffee mit beiden Händen in die Hand und warte, bis du bitte sagst. Wieso? Du hast es doch selber schon gesagt. Das ist jetzt die Kindergarten, ey. Na. Das ist mir zu blöd. Ich bin ja auch erst drei. Kann auch schon bis drei zählen. Jetzt sieh zu. Nee. Oh, ey, du bist so ein Arsch, ey. Das war so klar, ey. Alter. Ich hasse dich. Bäm, Junge, bäm. Junge vor allem, Junge. Ist klar. Hier hoch oder in die Höhle? Ich würde hier hoch, oder? Ja, na denn. Vielleicht ist in der Höhle wieder ein Boss. Oh nee, ich hasse diese Gegner. Ist hier eine Sackgasse? Das ist voll die Auflevelungsnische. Ich weiß nicht, ist da irgendwas an der Seite? Also hier nicht. Also auf jeden Fall kein Ausgang oder so. Und eine Kiste wird hier wahrscheinlich im Verborgenen auch nicht liegen. Nee. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, weiß nicht, so ein Auflevelungstrainingsspot, keine Ahnung. Pogo-Puschel! Ja gut, nee, dann lass mal hier wieder rausgehen. Ey, der Pogo-Puschel wird auf ewig der süßeste erste Gegner aller Zeiten bleiben für mich. Ja. Aber findest du das eigentlich auch? Ich hatte das, glaube ich, im letzten Part angesprochen. Die schon wieder. Was denn? Findest du auch, dass heutzutage die letzten Endbosse in den meisten Spielen irgendwie einfacher sind als früher? Also es liegt nicht mal daran, dass die heute einfach sind. Es liegt daran, dass die damals, finde ich, immer sau schwer waren in vielen Spielen. Ja, damals sollte der Anspruch ja auch ein anderer sein. Auch in Jump'n'Runs vor allen Dingen so. Ja. Ich muss sagen, ich spiele nicht so viel, was heutzutage aktuell ist, ne? Also, wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal Dark Souls als Beispiel nehme, da die Endbosse fand ich auch nicht ansatzweise so schwer wie manche, die es im Spielverlauf mal gegeben hat. Ja. So. Ja, aber das ist irgendwie bei allen Spielen so, oder? Also sowohl bei alten als auch bei neuen. Ich überlege gerade, ob es irgendwo für mich einen Boss gab, also oder ein Spiel gab, wo der allerletzte Boss wirklich der schwierigste gewesen ist. Fällt dir da spontan ein Titel ein? Ich überlege gerade. Ich überlege, wenn man mal so zum Beispiel Zelda A Link to the Past, ich finde schon, dass bei Ganon das, ja, das ziemlich herausfordernd ist. Ich weiß jetzt aber spontan nicht, ob ich einen Boss, der so da irgendwo mal umherdümpelte, für mich schwerer war als Ganon. Bist du eigentlich irgendwann mal Ocarina of Time Let's Playen? Vielleicht, weiß ich noch nicht. Steht das auf deiner Wunschliste schon drauf? Steht drauf. Okay. Wäre für mich ja auch blind, habe ich ja noch nie gespielt. Ja, ich klemme. Oh oh. Was kommt hier? Oh oh. Oh, das ist der Besitzer von Krähenfüßen noch. Magst du mal wieder Analyse machen? Analyse? Ich analysiere dich mal. Analer macht Analyse. Das war so klar, dass du dich darüber beömmeln kannst. Das ist, ja, das ist aber gerade voll der Insider-Overflow, ey. Ist doch egal. Welche Dings hier? Froster. Ich gerade Bestia sagen wollte. Schlimm. Schlimm. Also, so in Final Fantasy-Anlehnung. Gibt's da auch Bestia in Teil 3? Ich weiß gar nicht mehr. Bis jetzt hatte ich sowas da nicht. Hypno-Gas? Okay. Bei Hypno muss ich voll an ein Pokémon denken. Bei Hypno? Hat er gerade Hypno gemacht? Hypno, irgendwas mit Hypno. Achso. Boah, ich mache aber gut Schaden auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der wird auch nicht so lange leben. Wie sieht's denn eigentlich? Ich mach mal Energiesog, weil mein Leben sieht schon ein bisschen scheiße aus. Ja, und da ich ja so unzuverlässig als Heilerin bin, nö, bin ich zwischen seinen Beinen. Das war mal richtig effektiv gerade. Habe ich selten gehabt, muss ich sagen.
Ja. Soll vorkommen, ne? Schallwelle. Vor allen Dingen frage ich mich, warum wir im Nebelvulkan die ganze Zeit draußen laufen und kaum sind wir in einem geschlossenen Raum, finden wir einen Gegner, der Sonnenküken heißt. Ach, hieß der so? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja. Der guckt voll süß, wenn er getroffen wird. Tut mir voll leid. Du findest das immer voll süß, irgendwie, wenn die getroffen werden. Erinnere dich mal an diese komischen Echsen immer, Drachenex oder wie das ja, mal hieß. Ja, oh, der war auch so süß, ja. Ich finde Gegner meistens süßer als Menschen, Charaktere, so. Ja, ist ja auch oft so, finde ich. Ja. Also gerade in den früheren Spielen so, finde ich, weiß ich nicht, irgendwie haben die meisten was Putziges. Gibt's irgendeinen Gegner aus der SNES-Ära, der richtig, richtig übel und furchteinflößend aussieht für dich? Ich finde aber hier Tantalus sieht echt gruselig aus. Tantalus hat irgendwie... Okay, ja gut, den kenne ich ja... Kenne ich ja nur so kurz mal vom Sehen. Der taucht ja immer nur so ganz kurz mal auf. Ja, von dem hatte ich früher richtig aus? Angst. Ja, so. Der hat irgendwie so was Masken. Also für mich sah das immer so aus, als ob der eine Maske irgendwie Speer aufschaut. Ja. Warte, nochmal kurz. Safe State machen. Save State. Aber ich würde auch sagen, wir machen hier erstmal wieder einen Cut. Gut. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.